Über 800 Menschen in Niedersachsen warten auf ein Spenderorgan. Doch nur 4 von 10 Personen haben überhaupt einen Spendeausweis. Darüber spreche ich jetzt mit Dirk Engelmann. Er ist Leiter der niedersächsischen Landesvertretung der Technikerkrankenkasse. Guten Tag, Herr Engelmann. Hallo, schön da zu sein. Seit dem 1. März gilt das Gesetz zur Stärkung der Entscheidungsbereitschaft bei der Organspende. Wie will die Regierung denn leichtere Entscheidungen ermöglichen? Das Wichtigste ist sicherlich, die Informationen für die Bürgerinnen und Bürger besser darzustellen und besser aufzubereiten. Wir haben in Deutschland ein System, dass man selber zustimmen muss, ob man ein Organ spenden möchte. Und um das zu entscheiden, um die Entscheidung in einem Organspendeausweis zu dokumentieren, muss man sich gut informieren können. Und deswegen hat das Gesetz eine Reihe Maßnahmen vorgesehen, um die Informationsmöglichkeiten für die Bürgerinnen und Bürger deutlich zu verbessern. Was spricht denn überhaupt für eine Organspende? Organspenden sind lebensnotwendig. In Deutschland haben wir jedes Jahr ungefähr 3.500 Transplantationen verschiedenster Organe, das meiste davon der bekannte Fall die Niere. Und diese Transplantation, das neue Organ, ist für den Empfänger, die Empfängerin lebensnotwendig, um ein selbstbestimmtes, gesundes Leben weiterführen zu können. Sonst steht am Ende einer Erkrankung oftmals der Tod, gerade bei Herztransplantationen. Und deswegen ist das unfassbar wichtig, dass viele Bürgerinnen und Bürger sich bereit erklären, im eigenen Todesfall ihr Organ zu spenden, um den Menschen das Leben zu ermöglichen. Was spricht denn gegen diesen Organspendeausweis? Wir haben es gerade gehört, 4 von 10 haben einen, das heißt 6 von 10 haben keinen Spendeausweis. Welche Gründe haben diese Menschen? Gegen den Organspendeausweis spricht überhaupt nichts. Wir haben eine Umfrage gemacht und die hat repräsentativ und die hat ergeben, dass 93% der Deutschen im eigenen Todesfall ein Organ spenden würden. Das ist die übergroße Mehrheit. Woran es hängt, ist die Dokumentation. Und die ist wichtig gegenüber Ärztinnen und Ärzten und Angehörigen, um zu sagen, ich möchte mein Organ spenden, dass in dem Moment, wo der Notfall eintritt, Angehörige und Ärztinnen und Ärzte gemeinsam entscheiden können, da ist jemand, der oder die will das Organ spenden. Und deswegen ist es ganz wichtig, diesen Willen, was die übergroße Mehrheit der Deutschen möchte, auch zu dokumentieren, dass im Falle des Falles, den wir nicht hoffen wollen, aber dann ein Organ auch jemanden, der oder die es dringend braucht, gespendet werden kann. 7% wollen dann keine Organe spenden, das habe ich gerade Ihrer Aussage entnommen. Soll dann einfach auf den Spendeausweis verzichtet werden oder wie geht man dann vor? Ein Organspendeausweis ist nicht zwingend die Aussage darüber, ob ich ein Organ spende, sondern im Organspendeausweis kann man auch dokumentieren, dass man nicht spenden möchte. Es wäre deswegen gut, wenn alle Menschen oder so viele, wie irgendwie geht, einen Organspendeausweis haben, um den Ärztinnen und Ärzten die Sicherheit zu geben, darf ich ein Organ im Falle des Falles entnehmen und an jemand Bedürftigen spenden oder darf ich es nicht? Das ist eine ganz wichtige Entscheidungshilfe für Ärztinnen und Ärzte, wenn sie in diese Situation kommen. Und das Gesetz, weil wir vorhin bei dem Gesetz waren, sieht noch weiter vor, dass es auch ein bundesweites Register gibt, was elektronisch geführt wird. Das soll Ende des Jahres dann soweit sein, damit eben Ärztinnen und Ärzte und Angehörige sehr schnell Sicherheit in der Entscheidung haben, ob ein Organ, lebensnotwendiges Organ entnommen werden darf oder eben auch nicht. Wenn ich mich jetzt nach unserem Gespräch dazu entscheide, mir einen Organspendeausweis zu besorgen, wo muss ich mich denn dann hinwenden? Was kann ich tun? Organspendeausweise können Sie, sehen Sie, ich habe das hier, ich habe immer so ein, wenn ich überall hingehe, habe ich immer ein Packen dabei. Der muss jetzt nicht von der TK sein, den finden Sie überall im Internet. Können Sie den sofort online ausfüllen bei der Deutschen Stiftung Organspende, DSO, bei Ihrer Krankenkasse. Überall können Sie das tun und bekommen den zugesendet, können den sofort ausdrucken oder eben hier in diesem etwas schönen Kartenformat machen. Das ist relativ einfach, den zu bekommen bei Ihrer Ärztin, in der Arztpraxis, in der Ausweisstelle. Dass eben diese Möglichkeiten schafft, dieses neue Gesetz, dass der Zugang
zur Information und dazu, den Organspendeausweis zu erhalten, sehr niedrigschwellig für die Bürgerinnen und Bürger ist. Dann bedanke ich mich bei Ihnen, Dirk Engelmann von der TK, für die Informationen und das Gespräch. Sehr gerne, vielen Dank auch und tschüss nach Hannover.